Für mich ist das heute so eine Art Erstkontakt, denn ich habe mir den Kamiq noch nie in Ruhe angeschaut, geschweige denn ihn jemals gefahren, da ich bei der Weltpremiere keine Zeit hatte, bei der Fahrveranstaltung auch nicht und während der IAA kaum Zeit. Und damit willkommen zu einer weiteren Verbrauchsfahrt. Heute fahren wir den Skoda Kamiq mit dem 1 Liter Benziner an Bord. Das ist ein Dreizylinder mit 115 PS. Und uns interessiert jetzt mal, was verbraucht der eigentlich bei unserer Testfahrt 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. So, auf geht's in unserem Skoda Kamiq. Und wir haben wie immer alles auf Null gesetzt. Und unser Testwagen, der hat den 1 Liter Dreizylinder Benziner an Bord. Und der liefert hier 85 kW bzw. 115 PS maximale Leistung und maximal 200 Newtonmeter Drehmoment. Also nicht so richtig viel, aber für so ein kleines Auto denke ich wohl ausreichend. Jetzt sind wir nett, lassen die Damen über die Straße. Und der soll hier bei uns im Fahrzeug mit seinem 6-Gang-Handschaltgetriebe 5,1 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen im Durchschnitt. Und das schauen wir uns jetzt mal an während unserer Testfahrt. Wir fahren wie immer 100 Kilometer über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, um bei normaler Fahrt rauszufinden, was denn so ein kleines, sagen wir, City-SUV mit einem kleinen Dreizylinder an Bord tatsächlich verbraucht. Und für alle, die es noch nicht kennen, die noch nicht öfter reingeschaltet haben, wie immer ist die Klimaanlage an hier im Fahrzeug. Die steht auf 22 Grad, die steht auf der niedrigsten Lüfterstufe, damit es hier im Auto nicht so laut wird. Und wie immer habe ich ansonsten alle Verbraucher, da ist natürlich die Sitzheizung an alle anderen Verbraucher auf, sagen wir, Null gestellt, also auf nicht irgendwas Besonderes aktiv. Und jetzt fahren wir einfach mal los und gucken mal, wo denn unser Verbrauch sich hin entwickelt. Aktuell zeigt er mir ja 9,9 Liter auf 100 Kilometer, ist aber kein ungewöhnlicher Wert, wir sind gerade erst losgefahren. Da braucht es immer ein bisschen, bis sich das System einpendelt. Der Kamiq, der basiert wie der Seat Arona oder auch der VW T-Cross auf der sogenannten MQB A0 Plattform, ist damit seinen 1,80 Meter Breite eigentlich eher so groß wie ein T-Roc oder wie ein Audi Q2. Das gilt übrigens später auch für die Länge. Wenn wir uns das Auto von vorne anschauen, dann fallen hier beim Wagen natürlich sofort die Scheinwerfer auf, beziehungsweise eigentlich mehr die Tagfahrlichter, denn das ist das allererste Mal, dass Skoda sowas gemacht hat. Horizontal geteilte Leuchten an der Front, und ich finde gerade hier die Tagfahrlichter, die sind extrem auffallend. Wichtig dabei zu wissen ist, dass Skoda das Fahrzeug immer mit Teil-LED-Scheinwerfern ausliefert, aber es gibt auch ein sogenanntes Voll-LED-Paket. Und das bedeutet, dass ich nicht nur, wie gesagt, alles aus LED habe, sondern ich habe auch integriert unter anderem Nebelscheinwerfer, ich habe ein dynamisches Abbiegelicht und ich habe vor allen Dingen auch einen dynamischen Blinker. Und damit ist auch eine Neuheit, denn das ist das erste Mal, dass Skoda sowas bei so einem kleinen Fahrzeug macht. Wenn wir uns den Rest von der Front anschauen, dann sehen wir hier, klassischer Skoda Kühlergrill, in dem Fall mit einem chromfarbenen Rahmen. Der wäre übrigens beim Monte Carlo in Schwarz. Und wichtig noch zu den Scheinwerfern, bevor ich es vergesse, diese Voll-LED-Scheinwerfer, die kosten übrigens 830 Euro bzw. ab 830 Euro, abhängig von der Ausstattung. Und auch die wären bei der Monte Carlo Edition kostenlos. Und dann natürlich an der Front das typische Skoda-Logo. Und ich finde insgesamt, mal abgesehen von den Scheinwerfern, sieht er wirklich aus wie ein ganz normaler Skoda und wenig wie ein SUV. Aber wie nennt Skoda es so schön? Es ist ein sogenanntes City-SUV. Normalerweise hat der Skoda Kamiq klassische Rundinstrumente im Fahrzeug. Unser hier hat jedoch das aufpreispflichtige digitale Cockpit. Das ist ein 10,2 Zoll großes Display. Und das gibt es entweder separat zu kaufen für 470 Euro oder aber zusammen mit dem Amundsen Infotainment-System. Das kostet dann 1190 Euro, hat aber unter anderem eben auch dieses digitale Cockpit dann mit dabei. Und das, was ich ganz schön dabei finde, ich habe halt hier wie bei den großen eben die Möglichkeit, unterschiedliche Ansichten zu wählen, zum Beispiel eine reduzierte Ansicht, wo er mir jetzt die Reichweite und die aktuell gefahrene Geschwindigkeit anzeigt, oder halt so eine sportlichere Variante, die finde ich hier übrigens sehr gelungen, denn ich habe nicht nur einen schönen großen Drehzahlmesser in der Mitte, sondern ich habe eben darunter auch eine große, wirklich große Zahl für die Geschwindigkeit. Das ist gerade für die von uns, die ein bisschen älter sind und vielleicht mal eine Lesebrille brauchen, gar nicht so schlecht. Darüber habe ich dann auch die Ganganzeige, das heißt beziehungsweise den Hinweis auf den zu wählenden Gang, und rechts und links dann noch Informationen zum Thema Reichweite beziehungsweise zum Thema aktueller Verbrauch und Durchschnittsverbrauch. Finde ich persönlich sehr gelungen und ganz wichtig, hier hat man das gemacht, ich glaube, das war beim Skoda
Superb, wo man es gemacht hat, dass man rechts und links von eben diesem digitalen Cockpit noch zusätzliche Anzeigen reingesetzt hat. In diesem Fall hier Tankanzeige rechts, Temperaturanzeige links. Und das hat den Vorteil, dass dadurch das digitale Cockpit noch mal größer wirkt, als es eigentlich ist. Und das macht für mich absolut Sinn, denn so kann man mit einem kleineren Bildschirm mehr Wirkung kriegen. Und so wirkt auch das ganze Cockpit doch deutlich harmonischer. Übrigens habe ich hier außerdem noch die Möglichkeit, die klassischen Rundinstrumente anzeigen zu lassen. Die sind dann auch tatsächlich so im Skoda-Stil und da auch in der Mitte wieder die unterschiedlichen Informationen, die ich mir übrigens, hier nochmal eine andere Variante, die ich mir übrigens auch unterschiedlich aussuchen kann. Also ich kann da zum Beispiel sagen, ich möchte Fahrdaten haben, ich möchte einen Fahrzeugstatus anzeigen, Telefoninformationen, Audioinformationen, die Navigationsdaten wie zum Beispiel eine Karte anzeigen lassen, die Assistenten mir anzeigen lassen und so weiter und so fort. Also hier habe ich schon relativ viele Möglichkeiten und innerhalb dieser Untermenüs kann ich auch nochmal sagen, welche Informationen möchte ich gerade. Also reichlich Daten für alle, die es mögen. Der Kamiq, der ist 4,24 Meter lang und hat einen Radstand von 2,65 Meter. Wie man sieht, relativ kurze Überhänge vorne wie hinten, das heißt innen viel Platz. Wenn wir uns die Felge vorne anschauen, der Kamiq in der Basisausstattung wird mit 16 Zoll Stahlrädern ausgeliefert. Ab der Ausstattungslinie Ambition gibt es 16 Zoll Alu-Räder. Das gilt auch für die Ausstattungslinie Style, die wir fahren. Aber wir haben hier die aufpreispflichtigen 17 Zoller drauf. Die kosten 190 Euro. Wer sich für die Farbe interessiert, das nennt sich Velvet Rot Metallic. Leider auch aufpreispflichtig, 950 Euro, finde ich aber, passt sehr gut, vor allen Dingen im Kontrast zum schwarzen Panorama-Glasdach, das wir hier haben, zusammen mit der schwarzen Dachreling. Das Paket gibt es übrigens je nach Ausstattung ab 630 Euro, lohnt sich aber, wie ich finde. Und wer eine silberne Dachreling haben will, der müsste etwas tiefer in die Tasche greifen, denn die ist ein bisschen teurer. Darüber hinaus haben wir im Auto hier auch ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben, gilt auch für die Heckscheibe. Das leider auch aufpreispflichtig 220 Euro. Wenn wir uns den Wagen insgesamt anschauen, finde ich, der sieht ein bisschen aus wie ein etwas höherer Fabia. Am Heck jedoch erinnert er zum Teil schon wieder an die SUV-Modelle von BMW. Was aber auffällt hier, das ist die Seite von unserem Heckscheinwerfer, denn die ist richtig schön kristallin gehalten, so ein typischer Look für ein Skoda. Der Skoda Kamiq, der hat serienmäßig bereits mit an Bord unter anderem einen Front Assist, das heißt, wir haben hier eine City-Notbremsfunktion. Der hat mit an Bord einen Spurhalteassistenten, hat einen sogenannten Speed Limiter mit an Bord und hat ab der Ausstattungsserie Ambition, also der zweitniedrigsten, auch einen Tempomaten mit an Bord. Bei den Assistenten gibt es aber noch einige Dinge dazu zu kaufen, wenn man es denn gerne möchte. Unter anderem eine Rückfahrkamera, einen aktiven Tempomaten mit automatischen Abstand regelt, einen aktiven Spurhalteassistenten, sodass man wirklich auf der Fahrbahn bleibt und da nicht die ganze Zeit gegenlenken muss, auf der Autobahn zum Beispiel. Und vieles mehr. Und die Liste der Basis und auch der extra Ausstattung bezogen auf die Assistenzsysteme, die blende ich euch einmal eben ein, inklusive der Zusatzpreise, damit ihr mal eine Idee kriegt, was denn diese Dinge kosten. Der Spurhalteassistent ist übrigens wie bei allen neuen Fahrzeugen immer aktiv, wenn man das Auto neu startet. Man kann ihn aber relativ schnell ausschalten, einfach hier am Lenkrad auf die Assistentenauswahl drücken, einmal mit OK bestätigen, dann ist der Lane Assist aus und schon kann man wieder das Lenkrad frei bewegen, wobei er sich relativ gut auch übersteuern lässt, falls er eingreift. Da muss man also nicht mit Gewalt dran, sondern man kann relativ sanft gegensteuern. So, wir haben jetzt die ersten 17 Kilometer hinter uns und unser Verbrauch hat sich so ein bisschen eingependelt. Wir sind jetzt hier bei 5,2 Liter laut Anzeige, also nur noch 0,1 Liter weg vom angegebenen Verbrauchswert, wie ich finde, ganz vernünftig. Wir können aber auch nicht so richtig flott fahren, denn, das habe ich gerade eben vergessen, Nachtrag, es sind nur 2 Grad draußen. Jetzt noch mal ein paar kurze Worte zum Thema Materialien und Verarbeitung. Ich finde den Innenraum von dem Skoda Kamiq wirklich sehr gelungen. Ich habe hier alles so Ton in Ton, alles sehr dunkle, fast ausschließlich schwarze Töne und ein bisschen Chrom. Aber ich habe natürlich einen Mix aus Softtouch, wie hier in den oberen Bereichen, zum Beispiel am Armaturenbrett oder hier im oberen Bereich der Tür. Aber ich finde natürlich auch hier vorne am Armaturenbrett Kunststoffe und im unteren Bereich finden wir Hartplastik. Ist für diese Fahrzeugklasse aber nicht ungewöhnlich. Was mir aber hier sehr gut gefällt, ist, das sieht alles sehr ordentlich aus. Es wirkt halt nicht so, als wäre es Hartplastik. Es macht einen vernünftigen Eindruck und es gibt halt ein paar so besondere Oberflächen, wie zum Beispiel hier in den Türgriffen oder hier unterhalb vom Navigationssystem. Das sieht alles sehr ordentlich aus und wertet einfach den Wagen nochmal auf. Was mir übrigens auch ganz gut gefällt, ist, obwohl es ein aufgesetztes Display ist, das wir hier im Fahrzeug haben, das wirkt nicht fehl am Platz. Das ist so ein bisschen eingefasst, finde ich persönlich in diesem Fall gut gelöst.
Unser Skoda Kamiq, der hat Voll-LED-Rückleuchten. Das liegt daran, dass wir die Ausstandslinie Style haben, denn bei der und bei der Monte Carlo-Linie sind die Serie. Und wenn ihr wissen wollt, ob so ein Kamiq die an Bord hat, das gilt übrigens auch für die Hauptscheinwerfer, einfach auf die Seite schauen, da steht drauf Skoda Crystal Lighting. Und wenn das drauf steht, wisst ihr, Voll-LED-Ausführung. Die übrigens haben außerdem mit an Bord dann auch den dynamischen Blinker, genau wie vorne bei unserem Fahrzeug. Wenn wir uns den Rest anschauen, ganz klar, neu, Skoda-Schriftzug auf dem Heckdeckel anstatt ein Logo und das Kamiq Zeichen hier unten links, beziehungsweise den Schriftzug. Außerdem, wie ich finde, sehr positiv. Es gibt keine Auspuffblenden, sondern der Auspuff ist unterm Auto. Da braucht man hinten nicht irgendeine Fake-Blende dran bauen. Finde ich persönlich sehr schön. Von hinten sieht er auch so ein bisschen mehr nach SUV aus. Mit dem rausgezogenen Dachkantenspoiler hier mit den seitlichen Flaps in Schwarz wird es sportlich ein bisschen unterstützt. Und ich finde von hinten eine vernünftige Erscheinung. Wer sich für einen Skoda Kamiq interessiert, der muss mindestens rund 18.000 Euro auf den Ladentisch legen. Dafür gibt es dann die 1-Liter-Variante, das ist der 13er. Der hat dann 70 kW bzw. 95 PS und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte die nächsthöhere Motorisierung haben, nämlich den 1,5 Liter Vierzylinder. Der hat dann 150 PS, aber kostet auch deutlich mehr, denn da reden wir dann bereits über rund 26.000 Euro. Und wer sich für das Auto interessiert, das wir hier fahren, also den Dreizylinder, aber mit der leistungsstärkeren Version, also die 115 PS und das Ganze in der Ausstandslinie Style, also der zweithöchsten Ausstandslinie, der muss dann mindestens 24.300 Euro bezahlen, solange er mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe zufrieden ist. Damit ihr eine Idee kriegt davon, was die einzelnen Ausstattungslinien unterscheidet, hier einfach mal die Liste der jeweiligen Ausstattung mit den jeweiligen Ausstattungsmerkmalen, einfach um so einen Überblick zu geben, was kriege ich eigentlich in welcher Ausstattungslinie. So, mein Auto zeigt mir wieder an, ich soll hier bitte schön hochschalten, nämlich in den 6. sogar. Und da kommen wir auch schon zum Thema Motorisierung. Wenn ich hier so über Land fahre, ganz im Ernst, da vermisse ich bei dem 115 PS 13er eigentlich gar nichts. Der läuft wirklich gut, der zeigt aktuell an 4,8 Liter. Und lässt sich wirklich gut und ruhig fahren. Klar, wenn ich runterschalte und durchtrete, dann habe ich dieses typische, mal ausprobieren, ja, Dreizylinder blubbern. Aber der geht eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mir so ein bisschen negativ auffällt, wobei das nicht wirklich negativ ist, ist, dass der so leise ist, dass ich häufig vergesse hochzuschalten. Also ich fahre jetzt zum Beispiel im 4., er sagt mir hier, schalte bitte hoch auf die 6. Ich habe aber nicht das Gefühl, ich müsste schalten, also rein vom, ich sag mal, Drehzahl-Ohr-Gefühl, um mal ein neues Wort zu kreieren. Das finde ich eigentlich ganz schön, bezogen auf die Ruhe im Auto, weniger praktisch bezogen auf das Thema, wann muss ich eigentlich schalten. Das heißt also, hier wähle ich deswegen auch immer gerne die Ansicht mit dem großen Drehzahlmesser, auch wenn jetzt wieder viele sagen, wofür brauchst du das noch. Im Moment 1500 Umdrehungen, 6. Gang, der läuft sehr schön ruhig. So, jetzt gehen wir hier vorne mal rechts in die Kurve. Und schauen noch mal, wie er sich verhält, wenn wir immer ein bisschen flotter durch die Kurve fahren. Achtung, jetzt. Ja, schiebt ein bisschen über die Vorderräder, wenn man zu viel will. Aber alles im Rahmen, alles sehr ruhig und sehr, sehr angenehm. Und auch nicht so, dass man es nicht rechtzeitig spüren würde. Für mich völlig in Ordnung. Macht für so ein City-SUV einen ordentlichen Eindruck. Und da übrigens auch noch mal kurz ein Wort zum Thema Federung. Die ist tatsächlich wirklich angenehm. Also der Wagen, wie gerade eben in der Kurve gesehen, neigt sich nicht besonders und es kommt trotzdem keine Stöße hier durch. Also der Wagen federt sehr gut ab. Von daher denke ich, dass das Fahrwerk wirklich gelungen ist. Der Skoda Kamiq, der bietet ein Kofferraumvolumen von 400 Litern mit aufgestellter Rückbank bis hoch zu 1.395 Litern, wenn man die Rückbank umklappt. Und was hier aber ganz wichtig ist beim Kamiq, es gibt einen ebenen Ladeboden, also wirklich komplett eben, leider aufpreispflichtig, 150 Euro. Aber dann kann ich, wenn ich mehr Platz brauche, entweder die Sachen da drunter legen oder aber diesen Boden einfach runterschieben. Finde ich persönlich eine sehr praktische Sache. Es gibt im Kofferraum aber noch ein paar andere Dinge zu entdecken, dazu aber später mehr. So, jetzt haben wir die ersten 26 Kilometer geschafft und unser Auto zeigt an 4,8 Liter. Also wir sind unter dem angegebenen Verbrauchswert, aber jetzt geht es auf die Autobahn. Höchstgeschwindigkeit bei unserer Motorisierung hier sollen 194 Kilometer pro Stunde sein. Wir fahren jetzt einfach mal drauf und schauen uns dann mal an, wie sich denn das Ganze entwickelt. Und ja, wie flott er dann beschleunigt und vor allen Dingen auch, wie sich das auf den Verbrauch auswirkt. So, 3. Gang, ganz gemütlich. Wir werden gleich mal beim Drauffahren
mal kurz durchbeschleunigen, soweit das möglich ist, um mal zu gucken, wie flott er geht. So, das fahren wir hier mit jetzt Vollgas bei etwas über 60 Kilometer pro Stunde. Schauen wir nochmal eben kurz auf den Drehzahlmesser um. Ah, merkt ihr, das ist immer noch extrem leise? Gefällt mir tatsächlich wirklich sehr gut. Es ist sehr, sehr schön ruhig, das Auto. Bin jetzt schon bei 140, immer noch ruhig. Es ist ein Dreizylinder, ne? Nicht vergessen. Zieht immer noch, ich muss jetzt sogar vom Gas geben, den Vordermann nicht ärgern. Ziehen wir mal raus. Ja, bei 4000 Umdrehungen. Hört ihr? Ihr hört Wind, aber den Motor null. Und wir sind schon bei 165. Ich schalte jetzt einmal ins Sechsten. Also ein bisschen Windgeräusche, aber völlig in Ordnung. Wir haben über 170, jetzt gleich 180 auf der Uhr stehen hier vorne. Also geht da gut hin. 184, 85, also wirklich ordentlich. Und wie ich finde, für so ein kleines Auto extrem ruhig. Also vor allen Dingen auch vom Motor. Ja, jetzt, wenn ich hier drauf trete, dann fliegen mir die Ohren weg, aber gar nicht. Jetzt lass noch ein bisschen ruhiger. Jetzt sind wir bei 150. Hört ihr es? Schön ruhig, ganz entspannt. Also hier kannst du bei 130, kannst du wahrscheinlich sogar ohne Freisprecheinrichtung einfach mit dem Lautsprecher und dem Mikro vom Handy telefonieren, indem du es aufs Knie legst. Wow. Das ist schon ordentlich. Das ist wirklich nicht schlecht. Also jetzt so 130, stellen wir gleich mal einen Tempomaten ein. Das ist er doch. So. Tempomat auf 130 lassen, mal gucken, was er macht. Wirklich sehr schön ruhig. Also gibt es gar nichts zu meckern. Ich fahre jetzt mal rüber, dass die Leute hier vorbei können. Schauen wir mal, habe ich eigentlich den Adaptiven an Bord oder nicht? Schauen wir mal kurz, den hier machen. Was er sagt. Ich weiß gar nicht, ob ich den aktiven Spurhalteassistenten an Bord habe. Ich würde mal sagen, nein. Wir fahren von der Strecke runter. Ich müsste vielleicht da einschalten. Warte mal, gucken wir es mal an. Lane Assist, machen wir den wieder an. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, vom Lenkrad. Dann macht er das ganz entspannt. Also wie gesagt, erstmal Hut ab für das Thema, wie ruhig ist der. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also es ist sehr gelungen. Angenehm. Sehr angenehm. Jetzt haben wir die 130. Jetzt sagt er mir, bitte Lenkrad übernehmen. Er mag das nicht, wenn man ihn lenken lässt. Okay, kann ich verstehen. Jetzt versuchen wir es normal loslassen. Bleib mal mit den Händen in der Nähe. Das mag er nicht. Nein, das mag er nicht. Das war ihm zu viel. Also der Kurve ist fies. Jetzt lassen wir ihn nochmal ranlaufen. Jetzt leckt er gegen. Ja, er lenkt gegen, aber es ist eben kein, steht nicht das Gefühl von, ich bleibe hier auf der Mitte der Spur. Und das ist wieder die typische Pendelbewegung, die kennen wir schon, da fahren wir mal rüber. Jetzt sind wir eben mal vorbei. Das ist so die typische Pendelbewegung, die wir von anderen Herstellern auch kennen. Aber das schaue ich mir im Zweifelsfall noch mal kurz in der Liste der Assistenzsysteme an, was wir haben, was wir nicht haben. Ja, also gut, er bleibt in der Spur, wenn das muss, aber dieses ich fahre auf der Mitte, das Gefühl kommt hier nicht auf. Ansonsten Abstandshalter, das funktioniert, also diese automatische Distanzregelung funktioniert. Und wie gesagt, von meiner Seite großes Lob für das Thema Ruhe im Auto. Was wäre ein Skoda ohne seine Simply Clever Lösung? Und auch der Kamiq hat natürlich wieder einige an Bord. Innen finden wir zum Beispiel typisch den Tickethalter an der Frontscheibe oder aber den Mülleimer in der Türablage. Und natürlich seit, ich glaube, rund 1,5 Jahren auch den Becherhalter, wo man mit einer Hand eine Flasche aufdrehen kann, wegen der Noppen da drin. Und der Klassiker ist hier, wie immer, der Eiskratzer im Tankdeckel. Neu ist hier aber, dass es hier eine Profilansicht gibt. Das heißt, ich kann mit dem Eiskratzer das Reifenprofil messen. Im Kofferraum gibt es einige von diesen Simply Clever Lösungen. Zum Beispiel das Netz hier oben
am Deckel von der Kofferraumabdeckung. Dann haben wir hier ein zusätzliches Ablagefach an der Seite. Wir haben die typischen Haken, die wir auch bei jedem Skoda im Kofferraum finden. Wir haben hier, finde ich immer wieder praktisch, diese kleine Lampe, die übrigens magnetisch ist. Wirklich eine praktische Geschichte. Und gibt es auch noch nicht so lange. Ich glaube, wir haben so mit dem Fabia mit angefangen. Eines meiner absoluten Highlights, die Wendematte für den Kofferraum. Oben Stoff, unten Gummi. Ist aufpreispflichtig, aber nur 50 Euro. Und ich denke, das ist es auf jeden Fall wert. Wo wir ja gerade so gemütlich über die Autobahn fahren, sprechen wir mal das Thema Platz im Fahrzeug. Und das ist so Skoda typisch, zumindest hier vorne. Ich sitze als 1,95 Meter großer, nicht gerade leichter Mensch, wirklich sehr ordentlich. Hier habe reichlich Platz, auch so schultermäßig, Kopffreiheit mal hier, trotz des eingebauten Sonnendachs oder Schiebedachs, richtig Platz. Sitzt wirklich gut, das ist auf der Beifahrerseite ganz genauso. Und kann mir das Lenkrad auch wirklich so einstellen, wie ich es gerne haben möchte. Also wirklich eine sehr angenehme Sitzposition. Eine Sache, die dazu extrem beiträgt, das sind bei uns hier im Fahrzeug die Sportsitze, die hier im Auto sind. Die sind wirklich richtig gut. Die sehen nicht nur klasse aus, sondern man sitzt auch sofort beim ersten Mal reinsitzen. Merkt man das, ha, so muss ein Sitz sein. Wirklich schön. Kannst du super einstellen. Du hast genug Seiten halt auch hier oben in den Schultern. Die integrierten Kopfstützen sind völlig in Ordnung. Das ist alles bequem, weich, aber trotzdem so, dass du das Gefühl hast, du hast richtig Platz im Auto und Platz im Fahrzeug und hast trotzdem genug Unterstützung seitlich und Halt. Einfach nur super bequem, erinnern mich stark an die Kodiaq RS-Sitze, aber irgendwie, ich glaube, noch mal weicher, bin mir aber nicht ganz sicher, aber wirklich richtig gut. Also da, wer auch immer sich dieses Auto konfiguriert, die Sitze würde ich mir auf jeden Fall dazu bestellen. Die Sitze sind übrigens Teil des sogenannten Dynamikpakets. Das kostet 490 Euro und das würde ich auf jeden Fall immer dazu bestellen. Denn da sind nicht nur die Sitze drin, sondern da sind zum Beispiel auch ein schwarzer Dachhimmel drin, die Alupedale sind mit drin und das Sportlederlenkrad ist mit drin. Also von daher denke ich, für diesen Preis sicherlich mehr als vernünftig darüber nachzudenken, zumal diese Sitze alleine es schon wert wären. Zusätzlich zu dem Dynamikpaket kann man eben auch andere Ausstattungspakete kaufen, wie zum Beispiel Familie, Ablage, Cool and Sound oder Business. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Da gibt es zum Teil wirklich einfach Vorteile bezogen auf den Preis, wenn man diese Ausstattungsmerkmale zusammenzieht. Und die sind auch sinnvoll zusammengepackt. Also würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wie gesagt, aber unbedingt den Haken setzen hier bei dem Dynamik-Package, denn das macht auf jeden Fall Sinn. So, unser adaptiver Tempomat macht einen guten Job. Das merke ich hier gerade, wie schön der und sauber der hinter dem LKW langsamer geworden ist. Jetzt geht es hier weiter und beschleunigt jetzt auch wieder ganz gemütlich auf die 120 hoch. Also überhaupt gar kein Stress. Macht er wirklich gut. Und da übrigens fällt auch auf, dass dieser Motor im sechsten Gang hier auf der Autobahn eigentlich kein Schalten braucht, wenn man es nicht gerade mal krachen lassen will. Der zieht ganz gemütlich auch von den 90 wieder hoch auf die 120, ohne zu zucken. Im Übrigen, klar, wenn ich den Wagen hier fahre mit dem 1 Liter 13er, der passt schon sehr gut zum Auto. Der funktioniert vor allen Dingen gut mit dem 6er Handschaltgetriebe, obwohl ich immer das DSG-Getriebe kaufen würde, weil ich einfach faul bin, wenn es um Schalten geht und das einfach nicht mehr einsehe. So, jetzt geht es für mich hier von der Autobahn runter. Wir haben jetzt ein paar Kilometerchen mehr hinter uns. Schauen wir mal kurz nach, wo wir jetzt sind. Und zwar gib mir mal meine Fahrdaten. Da sind sie. So, wir haben jetzt kurz hier raus. 52 Kilometer hinter uns, die Autobahn auch, und haben jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Finde ich jetzt keinen schlechten Wert, dafür, dass wir auf der Autobahn am Anfang so schnell unterwegs waren und dann das am Schluss halt normal mit der Geschwindigkeitsbeschränkung beibehalten haben. Wie immer zum Ende hin eine ganze Zeit 120er Begrenzung, aber das macht auf der Strecke, ich würde mal sagen, wenn überhaupt ein Drittel aus.
Und ansonsten 130 bzw. ja zum Teil fast 190. Wirklich gut. Also ja, schauen wir doch mal, was er sagt. So, jetzt gucken wir mal, was die Start-Stopp-Automatik kann. Oder Stopp-Start. Was von der Kupplung. Motor aus. Kupplung getreten, Motor an. Das funktioniert auch gut. Also auch da nichts zu meckern. So, jetzt geht es für uns einen kleinen Umweg über Land in die Stadt, um mal zu schauen, wie sich unser Auto in der Stadt denn so verhält und wie sich da der Verbrauch entwickelt. Hier ist übrigens mal eine schöne Übersicht über die einzelnen Assistenten. In der Basis gibt es hier übrigens, wenn wir über das Thema Infotainment sprechen, 6,5 Zoll im Display hier. Das ist dann das System Swing. Dann gibt es in der nächsthöheren Variante, das heißt Bolero, gibt es 8 Zoll. Und das ist übrigens Serie bei der Ausstattungslinie Style und Monte Carlo. Und dann gibt es die Top-Version, das ist das 9,2 Zoll Display, das hier bei uns im Fahrzeug auch verbaut wurde. Das Amundsen-System dann eben zusammen mit dem digitalen Cockpit. Da kann ich nur vorweg sagen, direkt gehen wir nochmal im Detail drauf ein, aber sehr schön. Im Übrigen, wenn wir uns das Interieur mal anschauen zum Thema Bedienung. Wir haben hier an dem Lenkrad, dem Sportlenkrad, haben wir links den Bereich Lautstärke und Vorwahl der unterschiedlichen Sender. Rechts haben wir die Möglichkeit, das Thema Cockpit-Bedienung und Assistenten ein- und ausschalten zu machen und auch dieses Thema ja Ansicht des Cockpits. Und wer den Tempomat bedienen will, dafür gibt es hier unten den separaten Hebel. Das kennt ihr von Seat, das kennt ihr von Skoda, von VW. Und hier in der Mittelkonsole haben wir unten die Klimaanlage komplett zur Bedienung. Darüber das Thema Türen verschließen und das Thema Warnblinkanlage. Und darüber haben wir bei uns ja das große Display. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ist wirklich von der Optik her klasse. Was hier einige mäkeln werden, ist das Thema Drehregler. Die fehlen hier. Hier gibt es halt nur Touch. Was ich aber ganz schön finde, ich kann hier unten bei der Klimaanlage zum Beispiel sagen, ich möchte das Menü haben. Und dann macht er mir hier oben auf dem großen Display das Menü zur Klimaanlage an. Und das ist wirklich so ein Bild, das ist schon recht beeindruckend für so ein kleines Auto. Und da kann ich wirklich alles einstellen, was ich will. Und da könnt ihr auch sehen, bei mir zum Beispiel die 22 Grad in der Klimaanlage und auch das geringste Lüfterstufenthema. Wirklich sehr ordentlich gemacht, gefällt mir sehr gut. Aber hier kann ich mir eben auch das Radio anzeigen lassen, die Media angeschlossenen Geschichten, das Telefon, die Navigation oder im Zweifelsfall eben auch, und das ist hier ebenfalls mit an Bord, Apple CarPlay, Android Auto und ganz wichtig beim Skoda Kamiq mittlerweile auch Apple CarPlay Wireless. Das finde ich persönlich richtig klasse, denn mein Auto hat hier auch eine induktive Lademöglichkeit. Das heißt, ich brauche tatsächlich kein Kabel mehr mitzunehmen, wenn ich mit dem Kamiq unterwegs bin. Für alle, die es vermisst haben, natürlich werde ich gleich nochmal probieren, wie viel Platz hinter mir ist, wenn ich denn einen kurzen Zwischenstopp einlege, um zu schauen, ob Lars hinter Lars passt im Skoda Kamiq. So, der versprochene Zwischenstopp, um zu schauen, ob ich hinter mir sitzen kann im Kamiq. Aber bevor wir damit anfangen, schauen wir auch kurz vorne auf die Tür. Denn im Kamiq gibt es hier in der Tür ein weiteres Simply Clever Feature, nämlich den Regenschirm. Das haben wir das erste Mal gesehen, meine ich, beim Skoda Superb, als der neu vorgestellt wurde. Und es gibt was anderes, auch typisch Skoda mittlerweile, den Türkantenschutz, der, wenn man sie zumacht, reinfährt und man sie aufmacht, rausfährt, vorne wie hinten. Das haben wir beim Skoda, glaube ich, zuerst gesehen, beim Kodiaq, meine ich, war es. Aber egal. Jetzt schauen wir mal, ob ich hinten reinpasse. Mein Sitz ist nach wie vor nicht verstellt. Gucken, ob 1,95 Meter hinter 1,95 Meter gehen. Und siehe da, Skoda typisch, passt. Vor den Knien noch minimal Platz, Fußraum, ein bisschen Spiel und, naja, Kopffreiheit habe ich keine mehr über, aber es reicht. Und damit Skoda-typisches, sag mal, Asset. Lars passt hinter Lars, auch im kleinen Kamiq. Wenn wir das Thema Ablagen sprechen, wir haben hier im Kamiq vorne in den Türen die Möglichkeit, bis zu 1,5 Liter große Flaschen unterzubringen. Und dahinter haben wir noch weitere Ablageflächen. Auf der Rückbank sind es 0,5 Liter Flaschen, die da maximal reinpassen. Wir haben dann hier in der Mittelkonsole, Vorsicht, Bahnübergang, in der Mittelkonsole vorne
das Fach, wo man das induktive Laden unterbringen kann. Wir haben dann die Schaltkulisse, dahinter die Möglichkeit, die Fahrmodi-Auswahl zu machen, hier den Parkassistenten zu aktivieren und so weiter und so fort. Dahinter zwei Cupholder, zwei Becherhalter, die ich allerdings ein bisschen klein finde. Also ich habe das hier versucht mit der Flasche zum Beispiel vom Sport, die passt da nicht rein, sind relativ klein. Dafür haben sie aber unten diesen Boden drin, mit dem man zum Beispiel eine kleine Flasche mit einer Hand öffnen kann, weil da so Noppen drin sind. Und dahinter habe ich eine Mittelarmlehne, die ist übrigens optional. Und darunter nochmal ein Fach. Die Mittelarmlehne ist nach vorn und hinten verschiebbar, aber in der Höhe nicht justierbar. Nur so als kleinen Hinweis. Und darüber hinaus gibt es natürlich ein normal großes Handschuhfach, wo man das Wichtigste unterbringen kann. Und je nach Ausstattungslinie und ob ihr ein Schiebedach habt oder nicht, gibt es hier oben auch noch so ein Brillenfach. Aber ich denke, das reicht für so ein kleines Auto locker aus. Wenn ihr euch hier das Menü mal anschaut auf dem großen Display, dann seht ihr, wir haben hier Radio, Telefon, Navigation, Fahrerassistenzsysteme, Medien, Apple CarPlay, Fahrzeuginformation, Klang und noch darüber hinaus Klimatisierung, Hilfe, Setup, Shop, Nutzer, Bilder und Rechtliches, also reichlich unterschiedliche Menüfunktionen. Und wie gesagt, die Darstellung ist wirklich toll, muss man ganz ehrlich sagen, ist echt gut gemacht. Übrigens, wenn ihr das hier runterzieht, diesen Finger am Bildschirm nach unten swipet, dann habt ihr hier eine Liste mit Favoriten, die ihr selber nochmal verändern könnt. Und ich habe hier zum Beispiel Sachen drin wie Audio, Stummschaltung, Zielführung, Klang, Verkehrsfunk. Und das finde ich tatsächlich eine ganz praktische Geschichte. Schön hier bei dem großen Infotainment-System ist, dass ich nicht nur den Menüpunkt habe, wo ich quasi alle Untermenüs oder Funktionalitäten auf einmal sehen kann, sondern ich habe auch einen Home-Bildschirm, den ich anklicken kann und den kann ich mir individuell zusammenstellen. Das ist wirklich schön. Ich habe hier zum Beispiel bei mir die Fahrdaten drauf, weil die natürlich für den Verbrauch wichtig sind. Ich habe hier Apple CarPlay drauf und ich habe hier auch die Karte mit drauf vom Navigationssystem. Und das Schöne ist, mit einem Druck auf einen dieser Bereiche wird das Ganze automatisch bildfüllend, sodass ich wirklich die Informationen dann komplett habe, wieder auf Home und schon sehe ich wieder meine Übersicht. Wirklich eine hübsche Geschichte. Es gibt übrigens diesen Home-Button oder diese Homescreen in zwei unterschiedlichen Layouts. Einmal mit quasi drei Bereichen, einem großen, zwei kleinen, aber auch mit sechs Bereichen, wenn ich es möchte. Wie wir gerade gesehen haben, gibt es hier im Auto sogar noch Gestenkontrolle obendrauf. Was mir bei dem Display nicht ganz so gut gefällt, ist, dass ich natürlich außen einen relativ großen schwarzen Bereich habe. Und der ist natürlich anfällig, wenn es um das Thema Staub geht. Also man sollte immer ein Mikrofasertuch im Handschuhfach oder in der Mittelarmlehne liegen haben, denn das wird relativ schnell durch die Fingerpatscher unansehnlich. Was auch auffällt, wenn man hier so durch die Stadt fährt, ist, dass das Auto hier extrem leise ist. Also ich höre eigentlich von draußen gar nichts. So, nach 57 Kilometern übrigens jetzt Durchschnittsverbrauch 5,5 Liter. Mal gucken, wohin der sich hier während der Stadtfahrt noch entwickelt. Wie man wieder hört, neben dem LKW, der gerade vorbeigefahren ist, Start-Stopp ist an und damit höre ich so ein ganz klein bisschen Lüftung. Und also die Start-Stopp funktioniert super. Einfach die Kupplung angetippt, sage ich mal, die kommt sofort. Wenn ihr jetzt hört mal, das war Vollgas quasi bei dem Dreizylinder. Nicht wirklich störend. Also der ist wirklich schön gekapselt. Sehr schön ruhig. Jetzt habe ich einen vierten Gang drin. Schau mal kurz, was die 1500 Umdrehungen. Vierter Gang bei 48 trete ich drauf. Ja, braucht einen Moment, aber kommt. Stört also überhaupt nicht, muss man nicht schalten. Wie bereits erwähnt, kostet unser Skoda Kamiq, also die Basisausstattung unseres Testwagens, 24.300 Euro, da wir eben den größeren 1 Liter fahren als Ausstattungslinie Style. Wieso aber unser Testwagen am Ende über 33.000 Euro kostet, das zeige ich euch mal an der Liste hier, denn da seht ihr mal, was man hier so alles an Extras reinpacken kann, wenn man es denn möchte. Und wir reden immer noch nicht über den Wagen mit Automatikgetriebe, sondern immer noch über den Handschalter. Das ist schon eine Menge Geld für so ein relativ kleines Auto. So, jetzt fahre ich hier schön durch die Stadt und jetzt habe ich auch typische Stadtfahren, nämlich ein bisschen mehr Verkehr, ein bisschen Stau. Es ist Mittag und wir haben jetzt geschafft 63 Kilometer in einer Stunde und haben aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 5,5 Litern wieder. Finde ich völlig in Ordnung. Bin mal sehr gespannt, ob wir den noch weiter gedrückt kriegen während unserer Stadtfahrt. Wer hier im Kamiq gerne Klimaanlage haben möchte, der muss, wenn er die Basisausstattung kauft, 1110 Euro dafür ausgeben.
Wenn er die Ausstattungslinie Ambition kauft, also die zweitniedrigste, dann sind es nur noch 520 Euro. Das ist dann aber schon eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Und bei den Ausstattungslinien Style und Monte Carlo, da ist die Klimaanlage immer mit an Bord. Wer sich hier im Fahrzeug dazu entschließt, dass er unbedingt den USB-Anschluss nutzen möchte, der kann das. Aber wichtig, es gibt hier im Fahrzeug vorne in der Mittelkonsole zwei USB-Anschlüsse, aber USB-C. Also im Zweifelsfall ist ein Adapter fällig. Und wer hinten auch noch zwei USB-C-Anschlüsse haben möchte, der muss dafür 50 Euro extra zahlen. So, jetzt kommen wir wieder in die Innenstadt von Landshut. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, da vorne die große Kirche. Und jetzt kommt etwas, was für uns nicht ganz unwichtig ist, nämlich Kopfsteinpflaster. Erstmal das kleinere. Und da merken wir auch hier, kommt wenig davon im Innenraum an. Sehr schön ruhig, sehr, sehr angenehm. Kein großes Geklapper oder so hier im Auto. Jetzt kommt das etwas grobere. Auch hier wirklich, das, was ich hier höre, sind eher meine eingebauten Kameras als irgendwas anderes. Und geräuschmäßig wirklich sehr, sehr angenehm. Das ist übrigens jetzt die Altstadt, die wir hier sehen in Landshut. Wir fahren jetzt immer durch eine etwas kleinere Gasse. Für alle, die diese Strecke noch nicht kennen, die fahre ich immer. Und zwar genau wegen dieses Kopfsteinpflasters. Wir haben jetzt so ein leichtes Brummen im Auto. Ein bisschen abhängig von der Geschwindigkeit. Aber wirklich klappern tut hier im Wagen nichts. So, was habe ich hier vorne? Naja, das ist alles eingebautes Zeug von mir. So, jetzt wird es gleich wieder etwas ruhiger, weil anderes Kopfsteinpflaster. So, merkt ihr das schon? Flüsterleise, fast wie ein Elektroauto hier. Haben sie echt gut hingekriegt. So, das hier ist jetzt die sogenannte Neustadt, für alle, die das noch nicht gesehen haben. Auch sehr hübsch, wie ich finde. Also in Landshut, wenn ihr mal in der Nähe seid, guckt euch die Stadt an, die ist wirklich ganz nett. Übrigens der Grund, warum ich hergezogen bin, oder einer der Gründe. So, dann jetzt das nächste Thema, was die Leute, die es immer gucken, wissen. Ich sage es aber immer wieder, weil ich es immer wieder so schön finde. Wir fahren jetzt gleich in die sogenannte Freiung. Das ist hier ein Platz mit einer großen Kirche, wie ihr wieder sehen könnt, auf dem immer der Christkindlmarkt ist oder der Weihnachtsmarkt. Und auch hier mal wieder Kopfsteinpflaster mit schönen vielen Unebenheiten, dass man merkt, ja, das Fahrwerk macht einen guten Job, nichts Unangenehmes, nichts drückt durch. Auf dem Platz übrigens für alle, die noch nicht zugehört haben dabei, hier ist immer der Weihnachtsmarkt. Wirklich sehr schön, solltet ihr euch anschauen, vor allen Dingen hier mit diesen bunten alten Häusern drumherum, wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Aber wieder zurück zum Auto. Jetzt hier auf dem Kopfsteinpflaster mit diesen vielen Unebenheiten merkt man wirklich, dass das Fahrwerk sehr ausgewogen ist. Das Auto ist immer noch extrem leise. Und ich fahre hier mit 28, 29, 30 Kilometern pro Stunde durch. Alles sehr, sehr angenehm weggefedert. Das Fahrwerk ist wirklich gut. Also, und was hier auch wieder auffällt, auch da wieder die Sitze. Sehr bequem, reichlich Seitenhalt. Kann man wirklich auch länger gut aushalten. So, wenn ich fast kein Gas gebe, dann merkt ihr das? Bis jetzt. Einfach so schön ruhig hier. Wirklich nett. Gut, gut. So, wir haben mittlerweile 67 Kilometer Durchschnittsverbrauch. Jetzt 5,6 Liter pro 100 gefahrene Kilometer. Ist also gerade nicht besser geworden. Aber wir haben ja noch Landstraße vor uns. Vielleicht wird es ja da noch mal was. Warten wir es ab. Wir fahren jetzt erst noch mal ein bisschen durch die Stadt und schauen mal, wohin sich denn unser Verbrauch entwickelt. Weil ebenso zusammenfassend für die Stadt, also auch wenn ich hier mit Hand oder per Hand schalten muss, das ist echt angenehm, das nervt überhaupt nicht. Der Wagen fährt sich für so einen 1 Liter 13er Benziner echt gut und vermittelt auch nie das Gefühl, dass er irgendwie zu schwach ist oder dass man zu oft schalten muss. Echt angenehm. Bevor wir über die Motoren des Kamiq reden, haben wir noch eine weitere Simply Clever Lösung für euch, nämlich hier im Motorraum, und das ist das hier. Das ist der Einfüllstutzen für das Wischwasser. Wenn man den aufklappt, wird er zu einem Trichter. Sieht man auch nicht überall. Jetzt aber zu den Motoren. Für den Kamiq gibt es im Grunde genommen drei Motoren. Nämlich einmal ein 3-Zylinder 1 Liter Benziner. Der leistet wahlweise 95 oder aber 115 PS. Dann gibt es den größeren Benziner, das ist ein 1,5 Liter 4-Zylinder.
und der leistet hier 150 PS. Und dann gibt es auch noch eine Diesel-Variante, das sind 1,6 Liter, auch für einen Vierzylinder und der leistet wieder 115 PS. Normalerweise wird der Kamiq handgeschaltet mit 6 Gängen, aber für den Diesel, den großen Benziner und die größere Leistungsstufe des kleinen Benziners gibt es auch wahlweise ein 7-stufiges DSG-Getriebe und beim Kamiq ist immer die Vorderachse angetrieben. In meinem Testwagen habe ich übrigens auch die Möglichkeit, mir unterschiedliche Farbprofile auszusuchen, über den Knopf hier in der Mittelkonsole. Und diese Farbprofilauswahl, die wird angegeben mit 150 Euro Aufpreis. Und ich habe hier drin die Farbprofile Eco, Normal, Sport und Individuell. Und bei Individuell kann ich mir natürlich alles so einstellen, wie ich es möchte. Und das hat, gerade wenn ich umschalte von Sport oder von Normal auf Sport, eben den Auswirkungen auf die Lenkung, auf die, ja, die Kraftannahme oder die Gasannahme des Motors, ein bisschen auf den Sound, ein bisschen aufs Fahrwerk. Also der Wagen wird dadurch ein bisschen knackiger. Bei ökologischer wird alles ein bisschen runtergeschraubt, um Sprit zu sparen. Und individuell habe ich halt die Möglichkeit, mir das Auto so ein bisschen anzupassen, wie ich es gerne möchte. Das nutze ich meistens bei diesen Testwagen, denn da habe ich zum Beispiel immer die Möglichkeit, die Lenkung etwas schwerer zu machen, was ich beim Fahren einfach lieber mag. Wie gesagt, 150 Euro Aufpreis steht es hier in der Liste. So, wir verlassen jetzt gleich den Stadtbereich, haben jetzt insgesamt 73 Kilometer gefahren und sind jetzt 1 Stunde 22 unterwegs und haben aktuell 5,6 Liter. Das ist der Durchschnittsverbrauch, den wir bisher hatten. Finde ich persönlich jetzt keinen schlechten Wert. Dafür, dass wir normal gefahren sind. Ich bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir jetzt auf der Landstraße noch ein bisschen was zurück davon, wenn ich mich dann hier an die Vorgaben meines Autos halte, was das Schalten angeht. Hoffe ich doch mal drauf. Aber wir haben ja noch rund 25 Kilometer Zeit. Thema Rundumsicht. In dem Kamiq sitzt man, ja, für ein SUV, wie ich finde, relativ tief. Also fühlt sich von innen überhaupt nicht an wie ein SUV. Und trotz allem ist die Rundumsicht recht ordentlich. So ein bisschen mal den Rückspiegel nutzt, wirkt es auf den ersten Blick so ein bisschen so, als wäre die Heckscheibe flach, reicht aber völlig aus und ansonsten kann man sich hier ja, recht wohlfühlen und hat nie das Gefühl, dass man nicht weiß, wo das Auto anfängt bzw. aufhört. Und jetzt kommen wir nochmal in einen Bereich, wo man so ein bisschen gucken kann, wie liegt der eigentlich wirklich, wenn man was schneller fährt. Das ist nämlich eine schöne Kurvenkombination, langgezogene Sachen, 6. Gang, gleich die 100 erreicht. Schauen wir nochmal, wie er hier so runterfährt. Ja, ist aber alles angenehm. Alles okay, wir sind zu schnell geworden, stelle ich gerade fest, das lassen wir jetzt mal. Aber hier kommt jetzt so eine Rechtskurve, mit 100 ist das schon nicht langsam. Aber nee, ist wirklich gut, ist schön, wirklich schön zu kontrollieren. Es war jetzt nicht super schnell, keine Panik. Ist einfach nur mal zu gucken, wie reagiert er, weil das ist ein bisschen uneben. Aber da fährt er wirklich gut. Also Fahrwerk nach wie vor, Daumen hoch, gut gemacht. So, wir machen jetzt noch was Neues, was wir bisher noch nicht gemacht haben, nämlich einen Sprint von 0 auf 100. Ich halte jetzt einfach mal kurz an, hier ist nichts los. Mal schauen, los geht's. Da hört man den Dreizylinder. Aber das war's auch, also laut ist es nicht. Und der geht wirklich okay. 4. Gang locker erreicht. Schön, auch wieder da, dass man einfach merkt, wie gut der Motor gekapselt ist. Sehr, sehr, sehr leise. So, sorry für diesen Sprint, das hat mal seinem Verbrauch nicht geholfen. Aber vielleicht müsst ihr ja auch mal schnell aus einer Einfahrt raus oder sowas oder an einer Stichstraße mal schnell auf einer Hauptstraße. Dann müsst ihr auch mal schnell beschleunigen. Also auch das kommt im normalen Fahrbetrieb vor. Nichtsdestotrotz, wir haben aktuell seit unserer Beginn unserer Fahrt, wir haben jetzt 82 Kilometer hinter uns, 5,8 Liter im Durchschnitt. Immer noch nur 0,7 über dem angegebenen Wert. Also alles noch im Lot, würde ich mal sagen. Und übrigens auch ganz schön Restreichweite immer noch 720 Kilometer. Also das ist schon mal eine Ansage. Wobei, wenn wir auf der Autobahn 130 fahren, wird es wahrscheinlich nicht dafür reichen. Aber trotzdem, wirklich nicht schlecht. Schauen wir mal, wieder eine schöne Kurve hier. Ja, ist gut. Schön leise und ruhig durchs Dorf. Jupp.
So, ich fahre jetzt mal den Rest bis zur Tankstelle und melde mich dann kurz vorher nochmal, um zu schauen, was sich bis dahin so getan hat. So, ich habe jetzt gerade gesehen, die Kamera hier vorne im Cockpit, die hat sich so ein bisschen verstellt während der Fahrzeit. Ich hoffe, die wichtigsten Daten sind trotzdem ablesbar. Wir haben jetzt noch 4 Kilometer bis zum Ziel. Ich habe aktuellen Durchschnittsverbrauch von 5,7. Bin mal sehr gespannt, wo wir am Ende landen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich sind wir an unserer Tankstelle und haben aktuell verbraucht bisher laut Anzeige 5,7 Liter auf 100 Kilometer, also 0,6 Liter mehr als angegeben. Finde ich persönlich wirklich okay. Aber jetzt natürlich die Frage, wie viel tanken wir nach? Das war meine Probefahrt im Skoda Kamiq. 100 Kilometer durch die Stadt, über Land und über die Autobahn. Bevor wir jetzt aber ins Eingemachte gehen, noch zwei Zahlen, die ich vergessen habe, vorhin zu erwähnen. Zum einen die Anhängerlast von unserem Skoda Kamiq, wenn es denn eine Anhängerkupplung gibt, die wir hier nicht hatten, maximal 1200 Kilo gebremst. Und das Leergewicht des Fahrzeugs, das liegt zwischen 1230 bis rauf zu 1390 Kilogramm. Für alle, die dies interessiert, wieso der mit 115 PS so gut abgeht. Jetzt aber ein bisschen mehr zum Detail des Autos. Und bevor wir über den Verbrauch reden, mal so ein paar Sachen zum Auto im Allgemeinen. Was mir sehr gut gefällt beim Exterieur ist, dass der Kamiq tatsächlich einen eigenen Auftritt hat. Vor allem an der Front mit diesen Scheinwerfern. Klar, man muss das Design mögen, aber es fällt in jedem Fall auf. Und ich finde auch von der Seite das Auto sehr gefällig und finde auch die Heckansicht für so ein City-SUV absolut in Ordnung. Wenn ich ins Auto reinschaue, finde ich zum einen einen sehr schönen, wie ich finde, Materialmix. Ja, wir haben Kunststoff im Auto, aber es ist halt auch ein kleines Fahrzeug. Aber ich habe eben auch diese, wie ich finde, extrem hochwertig wirkenden Sitze, die ultra bequem sind, extrem viel Seitenhalt bieten. Ich habe ein tolles Lederlenkrad, ich habe ein sehr großes 9,2 Zoll Infotainment-System hier im Auto mit vielen Funktionen, die wirklich gut sind, das gut abzulesen, auch leicht zu bedienen. Und ich habe eben auch das digitale Cockpit hier im Fahrzeug. Klar, ich muss Aufpreis dafür zahlen, aber das Auto kommt halt extrem hochwertig ausgestattet daher, wenn ich es denn bezahlen möchte, und habe damit quasi in so einem kleinen Auto sehr, sehr viel. Dann das Thema Fahragilität. Ich finde, dass der mit seinem 13er 115 PS wirklich richtig gut unterwegs ist. Die 150 PS Variante braucht man hier wirklich nicht. Der Wagen macht richtig Spaß. Und jetzt kommen wir zum Verbrauch. Ist dann auch noch angegeben mit nur 5,1 Liter auf 100 Kilometer. Ja, habt ihr alle mitbekommen, haben wir nicht geschafft. Bei mir waren es am Ende unserer 100 Kilometer dann doch 5,7, die er angezeigt hat. Und getankt haben wir 6,2. Also da einen halben Liter drüber, aber auch das ist nicht ungewöhnlich. Ich finde immer noch 6,2 Liter für so ein Auto ein absoluter, ja, ein guter Verbrauch, vor allem bei den Temperaturen. Das war irgendwie so knapp über Null, also von daher absolut in Ordnung. Eine Sache noch, die ich loswerden muss zu diesem Test. Ich habe zwei unterschiedliche Preislisten, nämlich eine 2020er und die Ausstattungsliste des Fahrzeugs. Also wenn da irgendwo mal so kleine Unterschiede drin sind, bitte nicht irritieren lassen. Die Preise sind fast identisch, aber hier und da kann es eine kleine Abweichung geben. Und jetzt noch eine Sache, die mir bei dem Kamiq nicht so gut gefällt. Das ist die neue, in Anführungszeichen, neue Aufpreispolitik, die hier gefahren wird. Der Wagen kostet in der Basisvariante rund 18.000 Euro. Unser hier kostet rund 24.000 Euro, wenn ich ihn bestelle. Also so wie wir das Fahrzeug quasi haben, in der Basis dann allerdings. Unser Testwagen am Ende kostet dann rund 33.000 Euro. Und das sind im Endeffekt fast 10.000 Euro, die ich hier hinein konfigurieren kann, um so ein Auto so hinzustellen, wie ich es jetzt habe. Das finde ich relativ viel. Auf der anderen Seite muss ich eben dazu sagen, wenn ich das alles da reinpacke, habe ich in einem kleinen Auto schon viele Dinge, die ich normalerweise ein oder zwei Klassen darüber erst finde.